Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends, Version 2.02, mit dabei wieder mal der Kibbel. Hallo, halli, hallo. Und auf der anderen Seite ist auch noch die Mary, grüß dich. Hallo. Ich begrüße sie. Ja, wie Kibbel versprochen hat, werden wir jetzt hier ganz flugs in die Stadt springen. Ja, genau. Wir werden jetzt die Stadt sprengen. Nee, nicht sprengen, sondern wir werden ordentlich Speed geben, damit wir euch nicht weiter langweilen mit schon 103 Gesprächen. Natürlich sind wir falsch abgebogen, Mann. Nein, nicht da hoch. Bist du sicher? Ja. Oh mein Gott, Mann, wir haben uns verlaufen. Nein, haben wir. Ja, aber so. Ich weiß noch, die Minusfelder, die sind so bekannt, dass man da 100 Mal da langläuft. Das passiert mir auch jedes Mal. Ich weiß noch damals, wo ich gespielt habe, das Spiel. Immer bin ich hier in die Minusfelder auch nochmal reingerannt, weil ich auch nicht wusste, wie es weiterging. Also das ist so ein Klassiker, den wir jetzt gerade hier machen. Ach, jetzt rallig, wenn du dich in Werwolf verwandelst. Wenn es Nacht ist, verwandelst du dich in den Werwolf beim Kämpfen. Ja, weil ich dann Ultra-Moves hab. Ach so. Siehst du jetzt aus? Ja, das habe ich jetzt ausgerallt. Naja. Jetzt weißt du zumindest, dass du nicht der Schnellste bist. Oh ja. Aber hey, läuft. Ich habe halt nur einen Single-Core gewonnen. Single-Core, genau. Naja, es macht nichts, solange es lustig ist, ne? Genau. Es ist jeden Tag lustig. Siehst du? So, ab in die City. Und ich wette mit dir, wir haben irgendeinen ausgelassen. Hoch. Du rennst wieder voll Wahnsinn, ne? Naja, ich würde da drüber klettern. Du weißt doch, ich bin ja Ethan, oder wie der heißt, nee, von Assassin's Creed. Ich bin Ingeborg. Was ist Ingeborg? Ingeborg? Das weiß doch eigentlich auch jeder, dass die Burg unter uns sind. Die Burg ist über uns. Nee, die Burg. Ach, von Star Trek. Die Burg. Jetzt, ja, die Ingeborg und so weiter. Ultra krass, Mann. Das ist so ein ultra langer, alter Witz. Nein! Oh, ist egal. Ist vollkommen egal, wir wollten hier die Leute noch abschicken. Handy alle, ja. Also, pass auf, hier war einkaufen, hier war ganz fertig. Ich hab Besuch bei Ihnen. Ach, okay. Die haben wir vergessen. Die, meinst du? Die Mutter von Duran. Wohnt ja nicht Duran? Ja, genau. Hier ist die Mutter von Duran. Die Mutter. Die haben wir voll. Mutter, ich geh in dein Bett. Gute Nacht. Mutter, du hast Duran gesehen? Er hat nicht von nach Hause zu kommen, hab ich recht? Erzähl das nicht seiner Schwester Wendy. Es würde sie nur traurig machen. Auf zu Wendy! Tschüss! Wendy Bescheid sagen! Hallo Wendy! Ich will Wendy! Okay. Dieses Zimmer gehört meinem Bruder. Er ging plötzlich fort und kam nicht mehr wieder. Tja, ich muss dir was sagen. Dein Bruder, er ist tot. Er ist grauenhaft gestorben. Wieso ist die Truhe? Ach, der hat ja den gekriegt. So. Na, die Truhe ist leer. Ey, die kann man Multi aufmachen, das ist so geil. Ja, die ist auch Multi leer. Oh, das Mädchen in die Truhe, hallo! Ja. Aber die Truhe. Einer schlägt sie, der andere haut die Truhe rein. Und der nächste macht es. Gut, alles klar, weiter geht's. So. Ich muss dir was sagen. Deine Truthilda ist in der Kiste. Die Truthilda. Ja, weg den Hund. Warum nicht mal mit dir will er sprechen? Also, der hat jetzt gesagt, der Duran ist abgehauen, ne? Stopp mal, die hat gesagt, der Duran ist abgehauen, ne? Ja. Oder? Ja, aber der ist ja zurückgekommen und hat sich noch nicht zu Hause wieder gemeldet. Ich glaube, wir müssen jetzt zu der Schlucht. Und da steht er, glaube ich. Welche Schlucht? Da, wo wir vor uns waren. Wetten, der ist dort und säuft. Na, okay, hier sind neue Leute, da können wir mal fragen. Der war ja immer her. Hey, Barkeeper, komm her, hier. Alleiner Gedanke daran, jemand könnte in Vorszene einfallen. Absurd. Absolut absurd. Willkommen, ich hoffe, es gefällt euch hier. Definitiv, ja. Ja, bla 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 bla. Ihr habt mit dem König geholfen, nicht wahr? Ich werde ebenfalls versuchen zu helfen. Ja, du versuchst es nur, Alter, du bist besoffen. Er versucht, wir machen. Ich mach einen Trottel. Guck mal, ich hab einen übelst geilen Zopf und du nicht. Ja, ist doch immer dasselbe Spruch, oder? Ja, ich mal. Im Hof wurde eine große Kanone aufgestellt. Tadadada. Soll sie bloß eingesetzt werden? Geh nochmal ganz kurz. Wir können Athena die Invasion nicht verzeihen. Wir werden sie einreiten in dieses Dorf und dann werden wir die alle kaputt hauen. So, bitte. Die machen wirklich beide dieselben Sprüche. Ja, es sind ja auch beide dieselben Barkeeper in unterschiedlichen Ausführungen. Komm, die blaue, die will ich nochmal genau wissen jetzt. Nee, die will dich nicht.
Doch, die soll, ich muss. Ist es, du kannst komm her mal! Los! Die macht den Eincheck, das müssen wir. So, jetzt will ich auch wissen, ob die Blaue wirklich denselben Text raushaut. Ja. Vielleicht kommt die auch nicht vor. Sicher? Der Mann hat ihr gesagt, sie soll genau dasselbe sagen. Okay. Genau, das stand nämlich da, ich erzähle genau das gleiche wie nein, die andere da. Nein, hat er special gesagt. Du erzählst alles immer dasselbe. Wehe, wenn ich. Der Special sagt den Leuten ja, was sie sagen genau. Sollen, das stimmt. Ja, der diktiert vor. So, in der Burg? Ach, warte, nein, wir sind, ja, die haben gesagt, in der Burg, das hier ist der Burghof. Ja, stimmt. Da ist die Kanone, steht da. Im Burghof, ey, du hast vollkommen recht, das muss nochmal korrigiert werden. Auch wieder eine Notiz an Special, der hört es sich immer an und tut es dann bei Google mit reinschreiben. Ja. Notiz, ja, mach das Brett auf Burghof, nicht in der Burg. Bonjour. Die Kanone von meinem Bruder ist fertig. Aufgestellt. Bereit für den Flug nach Maya. Bist du bereit, nö? Oh, schade. Oh, schade. Gut, Pech gehabt. Gut, dasselbe nochmal. Die Kanone ist immer noch bereit. Bist du jetzt? Los geht's, Jungs. Are you fucking ready? Schön Schießpulver in der Szene. So, und wetten, wir fliegen jetzt trotzdem nach Süden? Ja, klar, über die Brücke. Die war doch kaputt. Ja, aber der hat uns nach Norden mitgeschossen. Hafen, Hafen. Na, Maya. Oh, das ging eigentlich ins Wasser. Bam. 18, Bruder. Echt, war das Maya? War das eine... Sieht das geil aus. Die unabhängige Stadt. Na gut, okay, jetzt kann man Geld machen. Muss aufstehen. Hey. Hör dich auf, du Sack, alter Penner. ich hab euch reingelegt, haha. Hier, Trottel, sprich mit mir. Oh, mein Bruder hat euch mit seiner Kanone zurückgeschickt, richtig? Es funktioniert! Dann wird es Zeit für Phase 2. Ich schicke jedem, den ich kenne, solch eine Kanone. Cool, kann uns ja auch mal eine geben, oder? Unser neues Kanonenreisenetzwerk wird die Fährenindustrie aus dem Geschäft bringen. Also gleich definitiv. Ja, aus dem Geschäft bringen. Eines Tages werden wir alle auf diese Weise reisen. Aber wer will wohl Schießpulver in der Zähne haben? Warte mal, guck mal, die Alte was Neues sagt. Ja, bitte. Stimmt, sagt sie was ganz Neues. Mein Bruder, Schwester, mach mal. Nein, mein Bruder, bla 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 bla. Haben wir schon tausendmal gelesen. Welche Mistenscheiße, bla bla bla. Ne? Da liegt sie anders. Ja. Kann ja sein, dass hier irgendjemand einen neuen Dialog hat. Nö. Höchstens der Opa, der uns das mit den Zwergen erzählt. Ja, das ja, stimmt, genau. Der muss ja, zwangsläufig. Oh, der da. Ihr seid auf der Suche nach dem Mana-Stein, nicht wahr? Ihr solltet mit König Richard von Forsena sprechen. Er weiß sehr viel über sich. Ich habe König Richard und die Ritter des Goldes und die Girte des Goldes immer bewundert. Es ist mich. Sie haben sich weltweit einen sehr guten Ruf verschafft. Was, weltweit? Unglaublich. Ich gehe oben lang. Haha. Klingt so ein bisschen, multipolitisch oder wie das so. Also so. Ja, ich nehm die Frau ja mal noch mit. Ja, los, komm. Ich nehme den Sack hier. Willkommen in der unabhängigen Stadt Meier. Im Hafen liegt ein Schiff nach Yad vor Anker. So, jetzt. Ah, oh mein Gott, ich habe sie vereint. Du hast sie jetzt nicht eingeschlossen. Ich habe sie vereint. Oh mein Gott. Drück! Auf halber Strecke zwischen hier und Brüssel gibt es eine Höhle. Warte, ich will die mitnehmen. Ja, die haben wir doch schon. Komm, die pack mal ein. Nein, ich will die mitnehmen. Ich will die mit ins Boot nehmen. Die nehmen wir mit. Wir müssen doch gar nicht mehr nach Yad, oder? Ja, müssen wir. Doch. Ja, aber vielleicht macht er ja für uns einen Umweg. Komm, die tun wir die Kiste packen. So wie die kleine Mädel. Ja, perfekt. Ach, oh, Mist. Ich will nicht mitkommen. Müssen wir jetzt machen? Doch, wir müssen Schiff fahren. Ja. Hier, Opa. Derzeit kann ich nicht nach Hause zurückkehren. Wahrscheinlich bleibe ich vorerst hier. Wir müssen jetzt nach Westen laufen, in die andere Stadt, wo die Leute uns vorher nicht reingebracht haben. Genau, wo die zwei Leute da immer davor standen. Hurtig. Nein, wo bin ich? Ich bin verschwunden. Du bist weg. Ich bleib hier. Tschüss. Oh mein Gott, ein Zombie. The Walking Dead ist online. OMG! Aber hast du das gehört? Die Fledermaus hat dich ausgelacht. Hat die gemacht. Hast gesehen, was ich gemacht habe? Special. Du hast zugeschlagen. Müssen wir nicht hier runter? Nein, wir müssen hier rüber. Na, zeig mir mal dein Special. Jetzt geht's gleich nicht. Geil. Der war richtig gut, der Special. Special. Ja, du wolltest nur die Kiste öffnen. Ja, aber mit dem Sailor Moon Move, da reißt es trotzdem nichts. Traumkraut und Tierkasch. Hat sich gelohnt.
Oh, oh. Nein. Bon, bon. Yeah. Ich bin Sailor Merkur. Ich bin Sailor und ich werde dir deinen Arsch aufreißen. Ach ja, das ist der Peitschen-August mit der Zippelmütze gewesen. Habt ihr das gesehen? Absolut. Absolut. Irgendeiner mit der Zippelmütze. Zombies auf helllichten Tag. Ja, irgendwie stimmt da was nicht. Naja, also Zombies, also The Walking Dead, wenn man Resident Evil glauben darf, dürfen Zombies auch tagsüber laufen. Inzwischen dürfen sie auch Tür aufmachen. Ja, nee, da gab's doch mal vor, keine Ahnung, 2 Jahren ungefähr, gab's da so einen Kinofilm hier, wo dann ein Zombie quasi, der noch halb gelebt hat, dann ein ganz normales Leben führen wollte. Ehrlich? So, dass er sich so verliebt hat und... Sag mir überhaupt nichts. Und der verliebt sich dann in eine, also der kann bloß nicht reden, der war voll lustig. Da ja, war eine... Ja, das ist jetzt aber nicht hier irgendwie sowas, so ein... Ey, da war voll lustig, okay. Du musst vorstellen, da war so eine Frau, ne, die hat überlebt und hat kein Zombie-Virus, ne? Und überall alles Virus, alles Zombies, ne? Okay. Und dann, wie gesagt, wollen halt ein paar Zombies die angreifen. Und dann kommt aber ein Zombie und rettet die mehr oder weniger, sag ich mal, ne? Und die will nicht klar, was die da will, der will die doch bloß fressen und alles, ne? Weil die da irgendwie auch tot umfliegt oder so, ne? Und der rettet die halt. Und auf jeden Fall bin ich jetzt hier dran, kleinen Moment. Er hat übrigens auch ihren Freund gefressen. Du könntest dir ein bisschen Agilität mal verpassen, ne? Nee, das reicht schon so. Und auf jeden Fall denkt er so mit seinem Zombie-Gewissen voll langsam und läuft übelst langsam und er versucht ja eigentlich die ganze Zeit zu sagen, dass er sie irgendwie liebt. Als Zombie. Weil er das Gehirn von ihrem Freund gefressen hat und dann. Ne? Ja, genau. Er hat das Gehirn von ihrem Ex-Freund da oder von ihrem Freund da und hat dann die Gedanken von ihr noch, von dem Freund zusammen da mit der anderen. Irgendwie hat er sich aber in der verliebt und deswegen bringt der Zombie die nicht um und versucht sie ein bisschen zu beschützen und Essen zu holen und aber herrlich. Aber voll lustig gemacht, so bitte. Das finde ich cool. Hier, du wollen Hirn fressen, schmecken gut. Handelt statt Büts. Nee, der kann ja nicht reden, das ist das Geile. Der kann nicht reden, da versucht er dann irgendwie anders. Ach so. Er kann schon reden, aber der redet halt so ganz komisch. Ganz und langsam. Sagt er immer, Mann, ich muss aufhören, mich so komisch zu verhalten. Ja, genau, und dann fängt er an zu reden, so ein Wort, und dann, verdammt, ich kann immer noch nicht reden, verdammt. Dann tut er sich nochmal ärgern, dass er es immer noch nicht richtig sagen kann. Egal, willkommen in Büzel. Hey, ich bin den kleinen Jungen sprechen. Hey, willkommen in Büzel. Hey, halt die Fresse, ich geh jetzt hier rein, ich muss jetzt erstmal da unten schlafen. Wir haben jetzt hier die ganze Nacht durchgekämpft, hier muss ich jetzt halt erstmal zu bringen. Die Biestmänner hier in der Stadt. Ja? Ja, das war die Stadt, die sie hier festgehalten haben, wo wir abgehauen sind. Oh, cool. Das heißt, wir müssen jetzt hier bezahlen, das ist ja scheiße. Ja. Vorher war hier mein Freund. Vesuvius Tag, huhu, das ist ja toll, möchtest du ja? Ich dachte, früher war hier umsonst, also. Okay, Sync-Check. Bin bei 5 Stunden 12, 13. Perfekt. Ja. Okay. Ja, jetzt 17. Ja. Game saved, oh yeah. Only yeah. Gags überlebt niemand in dem Haus, aber nachts gehen plötzlich die Lichter an. Ich glaube, das ist unsere Option. Und man hört merkwürdige Geräusche von drinnen kommen. Das ist kein Puff. Nein, das ist ein Schelm. Ein Schelm, wer Zweideutiges dabei denkt, ja. Ein Foltergeist. Foltergeist. Ich bin Matt. Taro, Experte auf dem Gebiet der paranormalen Aktivitäten. Man nennt mich auch den Geister-SM-Experten. Der paranormalen Aktivitäten, schon klar. Total paranormal. Deswegen ist ja auch Feuer an, weil ja niemand drinnen wohnt. Ach, oh. Ja, was denkst du, warum wir Feuer sind? Wegen Romantik. Ach so. Ja, ja. Und deswegen das Bärenfell davor. Genau. Ja, hau ab, du komisches Kind. Da wurde das Schwarzlicht mal drüber halten solltest. Über das Bärenfell. Ja, aber da brauchst du noch die fluoreszierende Flüssigkeit dazu. Nee, also, nein, es geht auch ohne, Dies ist der Schwarzmarkt, eröffnet nachts. Da werden wir einen Abstecher machen. Wir haben leider geschlossen, warte bis zur Nacht. Du warten. Es wird schön, der Schwarzmarkt und dann noch ein Geisterpuff. Immer toller. Südlich von Büzel liegt die Vulkaninsel Buka. Der Vulkan soll kurz vor dem Ausbruch stehen. OMG! Sambuka. OMG! Halt, da ist ein Buchsteiner. Was? Da war ein Buch? Ich will.
ein Buchdingens, Bücherregal, Buchstände, naja. Oh, ich kann es nicht lesen, ich bin blöd. Nein, du hast jetzt nicht. Ich bin ein Analphabet. Ein Analphabet. Huch, das war jetzt eigentlich nicht in meiner Absicht. Aber, weil du ein Analphabet bist. Nein. Jetzt bin ich ein Analphabet gewesen. Oh Mann. Kriegst du hin irgendwie, ne? So, ich glaube, eine Fähre pendelt noch immer zwischen hier und der Fischerstadt Palo. Perfekto. Palo ist nahe dem Eingang des Windkönigreiches Rolante. Oh, da wollen wir aber ja hin. Aber wenn ich du wäre, würde ich mich schön von dort fernhalten. Wenn ich du wäre, würde ich mal meine Klappe halten. Ja, voll, alter Sack. Rolante wurde vor kurzem von Navarre eingenommen. Sehr gut. Klingt doch super. Klingt nach einer Menge Spaß. Ja. Echt? Vor kurzem wird groß geschrieben? Ja. Wenn ihr es sagt, okay. Weil ich dachte, das bezieht sich dann auf. Na gut. Nein, kurzem, das ist doch die Substantivierung davon, oder wie das auch immer heißt. Glaube ich zumindest. Sie töteten unter anderem den König. Schutzgeist. Was? Schmutziges. Ah, trägt die Scherz. Das ist ein Schutzgeist. Sag mal, sind da zwei Leerzeichen? Das sieht so aus. Warte. Nein. Der Punkt ist weit links gesetzt und das S geht los. Ah ja, okay. Ja. Okay, pass auf, sie töten unter anderem den König. Schmutziges Geschäft. Wieso schmutziges Geschäft? Verstehen den Sinn jetzt nicht ganz. Habt ihr's? Ja, König ja, töten ist halt sehr schmutzig. Ja, ja, was ist das für ein Geschäft? Was hat das, ja, was ist, hat das mit das ist nichts Legales. Das ist halt fäkal vom Humor. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz akkurat ist. Der Schwarzmarkt stellt jede Tänzerin ein. Oh. Oh, auch dich, mein Gott. Ich bewerb ja, ich brauch Geld. Ja. Ich bin billiger als dich. Ist alles klar, wir schleusen dich da jetzt rein. Okay. Genau. Ich seh bloß aus wie so ein Tier, aber ey, ich bin billiger. Warte, was ist hier? Ach, ein Krug. Okay, scheiße. Krug ist doof. Was ist hier noch? Ups. Bin ich hoch. Ist hier nicht irgendwo die Wucherkatze versteckt? Ich komm aber jetzt nicht drüber hinweg, ne? Eigentlich passt das irgendwie nicht so mit Schmutzig. Oder? Oh, wann wird es endlich Nacht? Ich möchte etwas Krempel von meinem Großvater verkaufen. Verticken, ey, Alter. Verticken, ey, Alter. Lass mal reingehen hier. Baden. Voll inclusive. Oh. Geh mal in den Baden, Mann. Nö. Na. Ich will erst mit dem Hund reden. Nö. Ich kann. Links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ja. Wir kaufen alles. Oh, es gibt neues Zeug. Juhu. Eine oh mein Gott, eine Kriegerkutte. Ein Liebesrumang, das halt hin. Und ein Dornenleder. Dornenleder. Dornenleder klingt aber ein bisschen schwuchtel. Es ist ja auch für Mary, das Dornenleder. Ja, aber Dornenleder, das klingt wie ein Stück Leder, aber nicht wie ein Anzug oder so. Das klingt eher wie so eine Peitsche. Dornen-Tweet oder Dornenanzug hätte ich da hingeschrieben. Oder Dornenlederanzug oder. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht kriegen wir da noch was. Vielleicht ist es ja eigentlich ein Nietenanzug, keine Ahnung. Nein, das hat man schon geklärt. Aber Dornenleder klingt wie ein Stück Leder. Also Dornenleder, finde ich, klingt halt wie so eine Peitsche für diverse Aktivitäten. Genau, es könnte so eine Peitsche sein. Hier, oh, es gibt eine Waffe. Juhu. Was, wie heißt denn das Ding? Lass doch mal auf den Namen wieder ganz kurz gucken. Maul. Ja, warte, erstmal kaufen, jo. Ach, du immer mit deinem Kauf, wie bei eBay. Ich weiß, Spätum. Meine Waffen heißen immer so cool. Also, was? Scheibendolch, okay. Was, Scheibendolch? Na gut. Maulwurfskralle, okay, das klingt cool. Spätum, was soll denn Spätum? Spätum, das ist wahrscheinlich wieder irgend so eine nordische Mythologie-Zeugs. Genau. Ich google mal ganz schnell, was macht ja. Tatsache. Wir nutzen die Zeit und werden uns gleich mal equippen. Genau. Ja, genau. Scheiben also ein Spätum gibt's, kann ich schon mal sagen. Ach so, ich bin ja blöd, hä? Hm? Aber was es nicht gibt, ist eine Dornenleder. Das klingt einfach zu flach. Das sieht sogar so aus. Der Spätum, das sieht ganz genau so aus, wie er aussehen muss. Ah, oh, nein, Damon. Ist perfekt. Hat das Special sehr toll gemacht. Sehr schön. Aber was nicht passt, ist ganz klar ein. Wo ist es? Wo ist das andere Ding? Das hier? Hä? Von was redet der da überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich hab den. Kann ich ja sagen, wo ich rede? Ich rede von dem anderen da. Deutsch. Space Lord, Deutsch. Achso, das sind die alten Sachen, ne? Ja. Kann ich verticken.
Für 8. Oh, unglaublich. 50, aber es muss jeder für sich selber. Nee, ich hab, mit L und A kann ich umschalten, habe ich gerade rausgefunden. Ah. Cool, wa? Ja, das steht ja auch da oben neben dem Namen, ne? Ja, deswegen steht das wahrscheinlich auch da. Ja, hat Sinn, Summer. Du hast, weil wir Pro sind. Weil wir Pro-Gamer sind. Ey, krass. Also das muss das Special unbedingt ändern. Ich kann nicht auf Mary wechseln, du das ist vollkommen egal. Ich kann verkaufen, ich behalte. Ich brauche viele Klamotten. Okay, das ist ja. Ich will sie alle behalten, ich bin nicht so. Ich will alles behalten. Oh, ich verkaufe gerade unsere Heilkräuter, ich bin ja blöd. Ich will jetzt mal auch mal was sagen. Ja, erzähl uns mal was. Das Dornenleder, was wir gekauft haben, wenn man danach Google unter die Bildersuche geht. Da kriegt man bestimmt eine Peitsche. Geh mal drauf und gib mal unter Bildersuche Dornenleder ein. Also Dornen, Leerzeichen, Leder. Nee, mach ich jetzt lieber nicht. wie ist es immer denn bei der Zeit? Wir sind just in time. Echt? Dann mach mal hier mal Pause und guck dir das bitte mal an, was zu Dornenleder kommt. Und als Hausaufgabe für unsere Zuschauer, guckt euch das mal an. Was, genau. Birnen oder Dirnen? Was? Birnen? Dornen. Oder Dornen. 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 Also, also so wie das Item, was wir da gerade gekauft haben, nur mit Leerzeichen. Was? Item? Leute, guckt euch einfach irgendwas bei Google Images an und fertig. Okay, alles klar. Na gut, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Und auf Wiedersehen. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.